こんにちは。Was? So, konnichiwa. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich bin wieder da mit der Mayu. Mayu, wie geht's dir heute? Mir geht's ganz gut. Geht's dir wieder ganz gut? Wie immer. Okay, und über was reden wir heute? Keine Ahnung. Ach, schon wieder keine Ahnung. Was war das? Neues Jahr? Neues Jahr. Ja, genau. Wir reden heute über das Neujahr. Wie ist Neujahr in Japan? Das ist nämlich ganz anders als hier. Wir haben ja schon mal über Weihnachten in dem Video geredet. Und jetzt steht Neujahr an. Mayu, wie wird Neujahr in Japan verbracht? Was macht man am Neujahr? Also erstmal, was macht man am 31.? Macht man was Besonderes? Ja. Was macht man denn? Wir warten auf das neue Jahr. Achso, toll. Und ja, macht ihr das mit der Familie? Also geht ihr zu Oma und Opa oder kommen die zu euch? Wie machen Japaner ja, das normalerweise? Ja. In der Familie hat so gemacht, dass wir am 31. zu Hause nur Familie. Also ja. Mutter, Vater. Nicht Oma, Opa. Nein, nein, ja. Ohne. Okay. Ohne Oma, Opa gefeiert mit Nabe. Ja, mit Onabe. So einem Topf. Das ist so ein Topf, was man zusammen isst sozusagen. Großer Topf. Großer Topf. Mit Gemüse. In der Mitte von dem Tisch. Tisch, genau. Und wir haben viel Fisch gegessen und bevor das Neujahr kommt, haben wir Soba gegessen. Buchweizennudeln gegessen. Ja. Ist das denn, weißt du, ob das traditionell ist oder ist ja, das nur Toshikoshi Soba? Ja, ist nur Toshikoshi Soba, also der Übergangs-, Jahresübergangs-Soba sozusagen. Ja, und wir haben so eine Sing-Show. Ja, so eine, genau, wie heißt die? Kohaku Utagasen. Genau, das kommt immer am 31. Ja. Und das geht ewig lang, oder? Es geht ein paar Stunden, ne? Nein, drei, vier Stunden. Ja. Bis 11:45. Genau, geht diese Sendung und da treten verschiedene, ja, Sänger auf, die es in Japan so gibt. Also da deine Janis zum Beispiel, die treten auch auf. Also solche Idolgruppen, AKB denke ich mal auch, ne? Und alle Singer, die berühmt sind. Genau, die treten dann eben auf bei diesem... Auch Enka-Singer. Leute, Enka ist richtig lustig. Enka ist Volksmusik, würde man sagen, ja. Mayu, du wolltest immer Enka-Sängerin werden, ne? Ja. Ja, Mayu wollte Enka-Sängerin werden. Als Kind wollte ich. Ja, dann kannst du was singen? Nee, geht nicht, ne? Kannst du nicht singen, ne? Ja, und ab 11:45 ja, fängt Janis Show an. Ja. So ein Live-Show. Ah, stimmt, das hast du geguckt letztes Jahr, ne? Ja. Das wolltest du unbedingt gucken. Also Mayu ist großer Fan von den Janis. Da werden wir auch noch vielleicht mal... Wir machen noch ein Video zwischen zu Idolgruppen. Und Janis ist mein Gebiet. Genau, das ist ihr Gebiet. Da werden wir noch mal ein Video zu machen zu diesen ganzen Idolgruppen, die es da in Japan gibt. Genau, und diese Sendung geht eine halbe Stunde, glaube ich, und die geht dann, während das Jahr ins neue Jahr übergeht. Ja, und mit Janis, Männer, ja, mache ich so einen Countdown. Ja. 9, hat, nein, ne? 10, ja. 9, 8, 7, 6, ja, mache ich dann Countdown. Und dann, ja. Dann war es das sozusagen. Ja. Dann ist es neue Jahr und... Aber viele gehen in einen Schrein, um über... Um mit dem Countdown, die gehen vorher in den Schrein, am 31. noch abends oder danach? Erst danach? Ich glaube, viele machen im Schrein Toshikoshi. Ach so, okay. Also den Jahresübergang sozusagen. Ja, ich weiß aber nicht. Genau. Ich war immer zu Hause. Genau, also das machen... Weil es zu kalt ist. Weil es zu kalt ist, ja, das stimmt wohl. Aber das machen auch relativ viele Japaner. Also viele Japaner feiern das neue Jahr eben mit der Familie. Es ist ein Familienfest, würde ich jetzt mal sagen. Und viele sehen eben auch diese Musiksendung. Und dann kommt das Spannende, gerade für Deutsche. Ja? Wenn es dann 12 Uhr ist, der Countdown ist vorbei, rennt ihr dann sofort raus und macht Feuerwerk? Nein. Nein. Es gibt in Japan, doch, es gibt schon Feuerwerk, glaube ich. Vielleicht in Tokio oder so gibt es vielleicht irgendwo, wo die Feuerwerk dann machen. Keine Ahnung. Aber nicht wie in London oder Berlin oder so. Ja, also in Japan, die Leute machen kein Feuerwerk. Die normalen Japaner, es wird, glaube ich, auch gar kein Feuerwerk verkauft, Silvester. Generell wird eigentlich kein Feuerwerk verkauft, so richtiges Feuerwerk. Und man macht das nicht. Man macht kein Feuerwerk. Man geht nicht raus und feiert nicht, wie bei uns der Fall ist. Weil ich meine, in Japan, viele Hütten sind auch aus Holz gebaut. Wenn du da Feuerwerk machst, dann ist es ein bisschen gefährlich. Und in Tempel
werden Kanne? Die Glocke. Glocke wird geschlagen, ne? Genau, und dann so Gong. 108 Mal. Ach du liebe Zeit, 108 Mal. Stimmt, Gong. Stimmt. Das gibt es hier in Düsseldorf im Übrigen auch im Eco-Haus. Gong. Da machen die das auch. Jedes Mal neue. Gong. Gong. Ja. Ja. Und genau, nachdem dann das neue Jahr sozusagen, nachdem 12 Uhr vorbei ist, dann geht man in den Schrein, oder nicht? Dann geht man sozusagen, Hatsumode war das, ne? Hatsumode ist der erste Schreinbesuch im neuen Jahr. Da geht man dann eben in den Schrein und betet. Und es sind riesige Schlangen nach 0 Uhr, ne? Also die Leute machen sich viele, manche machen das auch dann, wenn es wieder hell ist sozusagen, aber viele machen sich nachts noch auf den Weg zum Schrein. Wir haben das ja auch gemacht, ne? Wir haben ein bisschen abgekürzt, du hast gefuscht. Also wir haben gefuscht, weil du hast uns die Abkürzung gezeigt. Die Leute standen richtig lange in der Schlange und wir sind so eine Abkürzung gegangen, waren mega schnell dran. Wir haben gar nicht gewartet. Weil ich da wohne und kenne mich. Ja, du kennst dich da aus, ne? Genau, deswegen haben wir die Abkürzung genommen. Und genau, dann geht man beten. Und man sieht so ein Glücks... Omikuji? Zettel, ja. Ja, das ist so ein Glückszettel eben. Ja, Omikuji heißt das, das zieht man dann aus so einem, man zieht eine Nummer und bekommt dann so einen Zettel und da steht dann drauf, ob man Glück hat in der nächsten Zeit oder ob man nicht so viel Glück hat und in welchen Bereichen man wie viel Glück hat, steht da auch drauf. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht zu den Omikujis. Und genau. Dann, danach, also wird ein bisschen geschlafen und dann wir sind auf den Berg gestiegen. Genau, wie heißt das nochmal? Hatsuhinode. Hinode, ne? Hatsuhinode. Das ist der erste Sonnenaufgang im neuen Jahr. Das machen nicht alle Japaner. Ne? Ich glaube, das machen auch nicht so viele Japaner. Das machen einige, also die, die zum Beispiel mitten in Tokio wohnen, die werden das nicht machen. Sondern Leute, die irgendwie so wie beim Mayu, die nah am Berg wohnen. Da gibt es dann einige, die... Oder Fujisan oder so. Oder Fujisan, genau, bei dem Berg Fuji. Die eben nahe an so einem Berg wohnen. Da gibt es dann einige, die morgens wirklich sehr früh aufstehen. Wann sind wir aufgestanden? Um 5:30 oder so, glaube ich. 5:30 oder noch früher, 5 oder so. Nein, wir haben angefangen zu steigen um 4 oder um 3. Vier. Um 3 oder 4. Das war sehr, sehr früh und dann sind wir eine Stunde oder noch länger, zwei Stunden, sind wir diesen Berg morgens hoch erklommen und dann haben wir uns den ersten Sonnenaufgang... Um 6 oder 7 kam die Sonne dann, ne? Und haben uns den ersten Sonnenaufgang im neuen Jahr auf diesem Berg oben angeschaut. Ey, das war vielleicht im neuen Jahr direkt schon mal eine Aktion, da hoch die Berge steigen. Ja, und danach gibt es am 1. gibt es auch viele so Angebote, ne? In verschiedenen Geschäften. Du zum Beispiel, du gehst immer, fährst nach Tennoji und dann gibt es da immer Sale, das ne? Ist Sale... Ja, war das am 1.? Das war am 1., ja. Okay. Ja. Ich habe gedacht am 2. Nee, das war am 1., weil... Viele haben zu am 1. Ja, ja, viele haben zu, genau. Es gibt nur so ein paar Geschäfte, sag ich mal, die haben dann ihre Sales-Geschichten. Aber normalerweise ist Neujahr die einzige Zeit in Japan, wo Geschäfte wirklich mal für 1, 2, 3 Tage zu haben. Ne? Mhm. Das ist wirklich die einzige Zeit. Unser Supermarkt hat 3 Tage zu. 3 Tage, ja. Ein Supermarkt, 3 Tage. Das weiß ich nämlich noch ganz genau, weil ich habe diesen Film Jiro's Dream of Sushi oder so, ist ein sehr guter Film, kann ich euch nur empfehlen, gesehen. Und er war nämlich auch ganz traurig, weil er gesagt hat, ich arbeite jeden Tag im Jahr, mache ich mein Sushi, nur an Neujahr muss ich 2 Tage zumachen und das nervt mich. Ne? Also es ist wirklich die einzige Zeit, wo in Japan nichts geht. Diese paar Tage. Aber trotzdem. Ja. Viel, also einige haben auf. Klar, einige Läden haben schon auf. Also es ist nicht ganz tot. Und Kombini haben auf jeden Fall auf. Kombini hat immer auf. Das ist der einzige Laden, wo man auch hingehen kann sozusagen, weil die eben aufhaben. Die armen Leute müssen dann da auch arbeiten. So, was macht man denn am 1.? Ich meine, es gibt ja eine Menge an Essen, was an Neujahr speziell gegessen wird. Das, was am traditionellsten ist, was aber nicht so viele Japaner essen, weil es vielen Japanern erstens nicht so gut schmeckt und zweitens richtig teuer ist, ist das Osechi-Ryori. Das essen wir alle. Ja? Ich habe gehört, das essen nicht alle. Also, weil richtig gutes Osechi-Ryori ist ja richtig teuer. Ja, wenn man kauft, ne? Ja, ja, wenn man kauft. Aber meine Oma kocht allein. Ja, okay, wenn ihr das selber machen kann. Also, du meinst, es essen viele Osechi-Ryori? Alle eigentlich? Ja, würde ich sagen, aber ich weiß nicht. Also wenn man alleine wohnt, ja. So ein 20-Jähriger oder so, dann nicht vielleicht. Okay. Also Osechi-Ryori ist normalerweise das, was man traditionell in Japan zu Neujahr isst, ne? Mhm. Isst man am 1., oder? Ja. Ja, am 1. Ersten, zweiten, dritten. Genau, isst man eben dieses Osechi-Ryori und wenn man das kauft,
dann ist das so eine Riesenbox, wo so ganz kleine Fächer drin sind mit verschiedenen Dingen. Und die sind sehr, sehr teuer, wenn man das kauft. Also und da bezahlt man echt... Alle, boah. Jedes Essen hat Bedeutung. Genau, jedes Essen hat eine bestimmte Bedeutung. Keine Ahnung, fragt uns nicht nach den Bedeutungen. Ich glaube, du weißt nicht alles. Langes Leben zum Beispiel, ja. Wenn man das isst, dann... Lebt man lange. Ja, oder so. Ja. Oder wenn man das isst, dann hat man mehr Chance für Kinder zu bekommen, ja. Oder mehr Glück in der Liebe oder im Job. Ja, oder sowas. Irgendwie sowas. Also diese einzelnen Essensdinge haben eben dann auch einzelne Bedeutungen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Ich habe das bei der Gastfamilie gegessen. Aber Box ich glaub, kostet 200. Die kosten ein paar hundert Euro, ne? Je nachdem, was da drin ist. Wirklich kosten die ein paar hundert Euro. Aber viele Omas... Ja. Machen selber, ne? Kochen selber. Die Gastfamilie, wo ich war, die haben das gekauft. Und, aber, also ich hab schon gehört, dass es nicht so gut schmeckt. Wenn man es selber kocht, dann schmeckt es vielleicht besser. Aber Meine Omas. Ja, das glaube ich. Ihre Oma kann sehr gut kochen. Eigentlich fast jede Oma. Aber ich habe von vielen Japanern gehört, es schmeckt nicht so gut. Diese gekauften Sachen. Die sind mega teuer, aber es lohnt sich nicht wirklich. Und ich habe es auch probiert bei der Gastfamilie und ich fand auch, es lohnt sich nicht. Es war nicht so geil. Also das Essen, was die Gastfamilie normalerweise gekocht hat, war besser als dieses Osechi-Dori, für das die irgendwie 200, 300, 400 Euro ausgegeben hat. Warum kocht sie nicht? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, zu der Zeit war die Oma auch da, also die Mutter von ihr war da. Und dann haben wir halt, die hat Nabe gemacht und Tamagoyaki selber gemacht, eingelegtes Dashi-Tamago. Und das war schon geil, aber ja. Also das isst man, dann gibt's noch diese, wie heißen die, diese Mochi. Mochi isst man. Und nein. Das... Osoni isst man, das ist rote, was war das? Rote. Hä? Nee, das ist Sensei. Mal, das ist Sensei. Was war das nochmal? Osoni? Ja. Ist zum Beispiel, also bei uns macht, also wird mit Shiromiso gemacht. Ja, also Shiromiso ist eine Miso-Suppe sozusagen, oder nicht? So ein, ja, Weiß-Miso. Weiße Suppe mit, und dann kommt Mochi da rein. Ja. Ne? Genau. Mit so ein Möhrchen und so. Genau, das ist auch traditionell, isst man auch vom 1. bis zum 3. so ungefähr. Ja. Ne? Ungefähr. Und zum Beispiel bei Bar wird mit Akamiso gemacht. Nein, Dashi mit Dashi gemacht, glaube ich. Ja. Akamiso war das? Keine Ahnung. Okay. Aber bei uns wird mit Shiromiso. Je nachdem unterschiedlich. Und Mochi ist ja aber auch so traditionell, oder? Also Mochi isst man einfach auch zu Neujahr. Ja. Deswegen, ihr wisst ja, dass so ein, ne, was war das, so eine Nachricht gibt. Nachricht? Ach so, genau. Das ist so nämlich das... Mochi. Genau. Opa hat... Opa erstickt an Mochi. Ja, und das ist mit, ja, Staubsauger. Mit dem Staubsauger rausgeholt. Und das ist wirklich kein Scherz. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Scherz, diese Nachrichten. Aber viele Japaner machen Mochi auch selber. Mhm. Zum Beispiel die Eltern von der Mutter der Gastfamilie bei mir, die haben die auch selber gemacht, die Mochi. Und wenn man die selber macht, die Teile kleben heftig. Also die Teile sind ungefähr, weiß ich nicht, so Blöcke sind das teilweise. Und die kleben, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die kleben so heftig. Man kann so wie Käse. So. Ja, aber noch viel heftiger. Die bleiben dir wirklich im Hals stecken, wenn du nicht aufpasst. Deswegen muss man immer nur ganz, ganz kleine Stücke davon essen, damit man die irgendwie runterkriegt. Und der Opa von der, also der Vater von der Mutter der Gastfamilie, der war nämlich auch schon alt, sehr alt. Und er ist doch schon so halb tot, saß er da immer rum. Und er hat die auch gegessen, ne? Und seine Frau immer so, pass auf, ja, schön kauen, aufpassen und viel trinken. Und so, oh, ist okay, meinte er immer. Und dann hört man eben diese Geschichten, dass teilweise ältere Japaner, die wirklich, dem bleiben die im Hals stecken und dann versuchen, die mit dem Staubsauger die rauszuziehen. Das ist kein Scherz. Und es sterben, glaube ich, auch jedes Jahr immer wieder ein paar Personen, sterben wirklich an Mochi, weil sie sich verschlucken oder beziehungsweise und weil Kinder die einfach... auch manchmal. Ja, und Kinder auch manchmal. Weil die hängen bleiben. Das ist kein Scherz. Und da fragt man sich wirklich, warum machen die dann so heftig klebrige Mochi, dass da Leute dran sterben? Ich kann es auch nicht sagen, ich verstehe es auch nicht. Aber es ist lecker, es ist wirklich lecker, ja. Ja. Aber stirbt dich. Aber man stirbt, ja, man stirbt leicht. Und wann hört Neujahr dann auf? Am 3. Und bis zum 3. hat man auch frei in der Firma eigentlich, oder nicht? Standardmäßig. Ja. Ja, ne? Hat man eigentlich frei. Die Firmen haben auch alle frei. Also hier in Düsseldorf, die japanischen Firmen, die machen auch immer frei. Viele Japaner sind über Neujahr auch weg. Über Weihnachten gar nicht mal so. Weihnachten interessiert die Japaner gar nicht mehr so. Haben wir ja im Video auch schon mal besprochen. Aber Neujahr wirklich schon sehr, ne? Und was ist das Beste an Neujahr für Kinder? Dass Kinder Winterurlaub hat.
das Kinder-Winterurlaub habe. Und was kriegt man noch? Man kriegt Geschenke. Also was heißt Geschenke? Man kriegt Geld. Ah, Geld. Otoshidama. Otoshidama. Das ist so ein kleines... warte, habe ich sogar. Moment. So, ich habe die mal geholt, schnell. Und zwar hier. Da, es gibt ganz viele verschiedene davon. Aber das zum Beispiel. Das hier könnte jetzt so ein Otoshidama... Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Hä? Wie geht das denn? Ja, die sind schon ein bisschen älter. Genau, das könnte jetzt so ein Otoshidama... Umschlag sein. So, hier hätte man jetzt mal so einen Umschlag, ne? Da steht dann auch schön drauf, steht ein Kotoshimo Yoroshiku Onegaishimasu steht dann da drauf. Das hast du gemacht, Mayu. Also Kotoshimo Yoroshiku Onegaishimasu, übersetzt mal, Mayu. Und hier hinten ist dann auch sowas übersetzt drauf. Übersetzt mal? Ja. Was heißt das denn? Kotoshimo Yoroshiku Onegaishimasu. Auch dieses Jahr auf gute Zusammenarbeit. Irgendwie sowas. Sowas ungefähr. Also sagen die Japaner immer, das kann man schlecht ins Deutsche übersetzen, da gibt es keine richtige Übersetzung für. Genau, und in diese Umschläge tut man dann immer Otoshidama. Und Otoshidama ist einfach Geld. Und es ist auch festgelegt, das finde ich auch wieder so interessant, je nachdem wie viele Jahre man alt ist, ist ganz genau eigentlich festgelegt, wie viel Geld man bekommt, oder nicht? Also es gibt Regeln, theoretisch. Ja, aber das ist auch unterschiedlich. Klar, von Familie zu Familie ist das wieder ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt so ungefähre Richtwerte, sage ich mal, wie viel man bei ungefähr uns bekommt. War? Ich zeige euch nochmal ein paar andere, hier haben wir noch so welche. Ja, was war bei dir? Sag ruhig. Was war das? Eins? Hast du verloren? Vergessen, nicht verloren. Zwei, wie viel habt ihr denn immer bekommen, Mayu? Wie viel hast du immer bekommen? Also bis ab 7 Jahre alt bis zu 10 Jahre alt haben wir ungefähr 2000 Yen bekommen. 2000 Yen. Und dann ab 11 bis 13 oder so haben wir 3000 Yen bekommen. Okay. Und danach kam 5000 Yen bis zum 10.000 Yen ungefähr. Bis 16 Jahre alt. Ja. Und ab 16 Jahre alt 10.000 Yen. Ja. Ja, also es ist so gestaffelt. Bis 18 oder 19 oder so. Also es ist halt je nach Familie auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber das ist eigentlich der Zeitpunkt im Jahr, wo man als japanisches Kind auch am meisten Geld bekommt. Ist nicht Weihnachten, Weihnachten bekommt man manchmal ein kleines Geschenk, aber nicht so groß wie hier. In Deutschland ist Weihnachten ja sehr groß und da ist eher in Japan Neujahr sehr groß, wohingegen man hier Neujahr ja gar nichts bekommt als Kind. Also es ist halt, Weihnachten ist vorbei und Neujahr ist halt Neujahr, außer aber außer Sekt bekommt man nichts. Ne? Genau, also Otoshidama auch sehr wichtig für sozusagen die Japaner, sage ich jetzt mal. Ne? Also für die japanischen Kinder für vor allem. Für Koreaner auch. Und für Koreaner auch. Und da bekommt man auch vom Onkel und so, also von ganz vielen verschiedenen Leuten. Koreaner küssen sogar Elterns bekommt man Hand. Dann. Echt? Hand oder Füße oder was weiß ich. Was? So, okay. Oh dann mein Gott. Bekommt man, hab ich gelesen. Koreaner sind aber auch crazy, ne? Das darfst du nicht sagen. Ja, es sind halt andere Länder, andere Sitten, ne? Haben wir noch irgendwas vergessen zu Neujahr? Otoshidama, es gibt besonderes Essen, eine ganz viel, also da gibt es auch beim Essen auch wieder Unterschiede. Winterurlaub geht. Winterferien meinst du? Winterferien. Ja. Geht vom 23. Dezember bis zum 7.1. Für die Kinder, ne? Ja. Ja, für die Kinder. Schule. Genau, die haben dann sozusagen von da bis da Ferien. Ist auch ganz schön für die Kinder, ne? Ja. So ein kleiner Winterurlaub. Genau. Und das ist im Grunde, so verbringt man Neujahr. Ja. Happy-Tüte, Happy... So ein Buzzer. Wundertüte. Das war das. Wundertüte. Auf Japanisch. Auf Japanisch? Nanchara kotara bukuro. Fukubukuro. Fukubukuro, ja, Fukubukuro. Ja, das ist die Wundertüte. Genau, da gibt es auch viele, ne? Oder? So Glückstüke, Fukubukuro, Wundertüte ist das. Und da gibt es auch einige in Japan von... Und das kaufe ich mir immer. Das kaufst du immer, ja. Und es sind eigentlich auch ganz gute Sachen drin, ne? Ja. Ja, also schön. Also für... Für Kleidung 5000 und sowas. Yen bekommt man Jacke, 3 Pullis... Ja, ist okay. Und ne? Hose oder so. Das ist ganz okay, finde ich. Genau, sowas gibt es in Japan auch. Und so verbringt man eigentlich Neujahr. Also sehr ruhig. Mit der Familie. Und das ist ein großes Familienfest. Wir gehen immer in einem bestimmten Schrein. Schrein, ne? Geht ihr immer mit deiner Oma, ne? In Oma besuchen. Ja. Oma steht da. Ja. Nicht Schrein. Also das Grab. Tempel. Das Grab von Tempel. Der eigentlich, ne? Tempel. Das Grab von Tempel. Der. Tempel. Ja, Tempel. Ja. Tempel.
Shrine? Ja, Tempel. Shrine ist nein, Jinja. Ich Otera weiß, ist aber Tempel. Gräber sind eigentlich Otera. Ja, ne? Normalerweise Tempel, ist Tempel, ja. Ich. Gräber ist normalerweise buddhistische Geschichte, deswegen Tempel und im Shinto-Schrein sind keine Gräber meistens. Und da gucken wir so die Mikrosang tanzen. Ja, das sind die, oh Gott, die Schreinmädchen, könnte man sagen. Und die tanzen dann und machen so, also es gibt auch diese 108 Glockenschläge, die gibt es dann halt im Schrein immer. Und es gibt um Neujahr herum auch so ein paar, ja, vielleicht Attraktionen oder sowas, ein bisschen, so ein paar Events. Und Fernsehprogramm ist immer, ne, on point, sage ich mal. Also das beste Fernsehprogramm in Japan Mansai, im Jahr. Mansai. Viel Comedy und ganz viele. Gibt es nicht auch diese 24-Stunden-Telebi dann? Ist das nicht auch Neujahr? So eine Sondersendung. 31. 31. gibt es also 24 Stunden richtig Programmfernsehen. Und also ist immer, man darf nicht genau, man darf nicht lachen. Das ist so eine ganz komische sonst japanische wird man Sendung. Geschlagen. Genau, die machen immer so Sachen. Schläger. Schläger, genau, mit so einem Baseball-Dingen. Und ja, wenn man lacht, dann kommen halt so vermummte Leute rein und schlagen die immer auf den Arsch mit diesen Baseball-Dingern. Das Didi! Ist, ja, genau, Didi kommt oder pam, 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 werden die immer geschlagen. Ja, das ist so eine Sendung, Alter. Denke ich mir auch, Japaner, was macht ihr da wieder? Aber es ist lustig, es ist lustig. Das heißt, da ist auch das Fernsehprogramm richtig gut. Fernsehprogramm können wir eh nochmal gerne auch ein Video so drüber machen, weil es viel besser ist als in Deutschland vom Niveau her irgendwie. Und viel mehr Japaner gucken auch noch Fernsehen als Deutsche. Also das Fernsehen in Deutschland ist ja mehr oder weniger tot. Aber in Japan lebt Fernsehen noch, könnte man sagen. Also es gucken sehr viele Japaner noch Fernsehen und haben das auch beim Essen immer laufen und so. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, das war es eigentlich soweit zu Neujahr, würde ich sagen. Ne? Also es wird sehr ruhig verbracht. Je nach Familie natürlich immer wieder unterschiedlich. Ist wie bei uns Weihnachten. Wir essen Fondue-Weihnachten. Es gibt Leute, die essen Raclette-Weihnachten. Es gibt Leute, die essen irgendwie traditionell Würstchen. Es gibt irgendwelche Carb. Braten und was weiß ich nicht Carb. Alles. Wie Carb? Was ist denn Carb? Christen essen. Kalb meinst du? Kalb? Kalb? Karp? Kenne ich nicht. Koi. Karpfen? Karpfen. Karpfen isst keiner Weihnachten. Ano, Yuko-san no ya. Okay. Ja, keine Ahnung, was die da machen. Ano, aber Polen. Polen, ja. Ich weiß nicht, was die Polen zu Weihnachten essen, weiß ich nicht. Aber Karpfen. Karpfen, ja. Das kann Koi. Sein. Sakana, Koi, ja. Fisch, ne? Ja, ja. Karpfen. Genau. Es ist je nach Familie halt unterschiedlich, was da genau gemacht wird. Aber es ist sehr ruhig, wie gesagt, Geschäfte haben meistens nicht auf. Und Otoshidama gibt es, das ist immer nett. Es gibt besonderes Essen, das ist auch immer nett. Und es gibt kein Feuerwerk. Das ist eigentlich der größte Unterschied mit. Es gibt kein Feuerwerk in Japan. Feuerwerk. Und Neujahr ist eben auch am 31. Dezember. Das ist nicht so wie in China. In China ist ja Neujahr an einem anderen Tag. Das war in Japan früher auch Neujahr mal so. Neujahr 31. Dezember, ciao. Ja, Neujahr ist 1.1., aber ja. 31. Dezember, ist, dann nach Neujahr rüber. Omisoka. Ja, ja, meine ich ja. Mhm. Und in China ist es halt anders, soweit ich weiß. Ne? Die haben einen anderen Zeitpunkt. Gab es in Japan früher auch mal, aber Japan hat sich angepasst sozusagen. Korea ist aber auch 31.1., ne? Nein. Ne? Korea ist auch anders? Korea ist... Feiern die auch anders? Ende Februar, glaube ich. Ah, okay. Also Korea ist auch anders. Japan ist da wahrscheinlich vielleicht durch den amerikanischen Einfluss oder so, haben die sich so angepasst. Keine Ahnung, die Geschichte dazu kenne ich leider nicht. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ne? Schaut gerne noch meine Beschreibung vorbei. Da seht ihr Mayus Twitter, wenn ihr Mayu auf Twitter folgen wollt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Vielleicht habt ihr noch Erfahrungen zu Neujahr in Japan. Und dann schreibt's gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!